Hallo zusammen, ich bin heute im Gespräch mit Bernd Tretthammer. Bernd, stell dich doch bitte mal kurz selbst vor. Hallo, ich bin Bernd Ritthammer, 26 Jahre alt, seit Ende 2006 Golfprofi. Habe früh mit dem Golfen angefangen mit 3 Jahren und versuche gerade meinen Weg in Richtung große Touren. Bernd, wie war das mit dem Golf? Wie bist du zum Golf gekommen? Das heißt, deine Eltern haben dich mitgenommen, schon vor dem Kindergarten? Ja, so kann man das sagen. Also, soweit ich das weiß, haben es meine Eltern im Urlaub ausprobiert, das Golfen, und waren so begeistert, dass sie bei uns daheim, das war damals im Golfclub Abenberg in der Nähe von Nürnberg, sind sie Mitglied geworden, haben mich mitgenommen zum Jugendkindertraining. Und ja, dann hatte ich anscheinend relativ viel Spaß, ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern. Und ja, bin dann dabei geblieben und so hat sich das dann entwickelt. Okay, gab es in der Schulzeit, Kinderzeit, in der Grundschulzeit irgendwelche Konkurrenzsportarten, Fußball, Turnen, Reiten? Ja, also Fußball natürlich, wie es bei jedem anständigen deutschen Jungen sich gehört. Und also ich habe Fußball gespielt im Verein, glaube ich, bis ich 12 oder 13 war, bis es dann eben irgendwann zeitlich so eng war, dadurch, dass ich dann mehr oder weniger jedes zweite Fußballspiel absagen musste aufgrund eines Golfturniers, musste ich mich dann doch irgendwann entscheiden und habe mich dann doch da entschieden, wo die Talente mehr verteilt waren, also jetzt im Golfbereich. Also vor allem Fußball. Also ich habe, bevor ich Golf angefangen habe, habe ich noch Squash gespielt. Also ich glaube, mit 2 Jahren habe ich Squash spielen angefangen. Aber das hat sich dann auch irgendwann im Sand verlaufen. Okay, da ist Golf dann die bessere Wahl. Wie kam es denn zur Entscheidung, Profi zu werden? Ich habe Abitur gemacht, 2006 im Mai. Und ja, so ich würde jetzt mal sagen, 2 bis 3 Jahre vorher, so als ich 16 war, kam schon irgendwo der Wunsch, dass ich das auf jeden Fall ausprobieren möchte. Und ja, und dann habe ich Abitur gemacht, habe mich mit meinem Trainer abgesprochen und dann war eigentlich relativ schnell klar, okay, ich werde Pro und ich gehe auch nicht nach USA aufs College, sondern ich bleibe hier. Ich sammle so früh wie möglich Erfahrungen als Profi und ja, dann war es im August 2006 soweit und dann ging es los. Okay, ausprobieren. Das ist jetzt ja ungefähr 7 Jahre her. Hat dann irgendwie gesagt, jo, ja, ist okay, es stimmt, passt. Oder wie kam es denn? Also es kamen immer wieder Phasen, wo natürlich immer wieder Phasen nach einer eher schlechten Saison, da denkt man dann im Winter nach, ist das so das Richtige? Nach einer guten Saison kann man gar nicht genug davon kriegen. Also es wechselt sich immer ab, aber jetzt so auf Dauer, wenn man auch etwas älter wird, also ich habe schon das Gefühl, dass das das Richtige ist und dass das eine gute Entscheidung war, es auszuprobieren. Okay, wunderbar. Als welche Nummer fühlst du dich eigentlich beim deutschen Herrengolf? Also ich denke, im Moment fühle ich mich schon so da, wo ich auch in der Rangliste bin, also so Position 4 ungefähr. Da habe ich auch im Moment das Gefühl, dass ich auch auf der Stärke spiele. Und ja, das Ziel ist natürlich, noch weiter nach oben zu krabbeln. Aber die Jungs vor mir machen es mir nicht gerade leicht, aber ich denke schon, dass ich da Potenzial noch nach mehr habe. Okay, das ist ja schwierig, ne? Wenn man die nicht aus dem Weg räumt, hört ihr einfach nicht auf, gut zu spielen. Ja, also ich meine, ich freue mich, also das ist nicht falsch verstehen, also ich freue mich natürlich, dass wir ein paar deutsche Jungs haben, die da oben gut spielen, also es sollten noch viel mehr sein im Idealfall. Aber ich versuche meinen Beitrag dazu zu leisten, dass eben zumindest mal einer mehr bald auf der European Tour auch dauerhaft spielt. Ja, wir würden uns freuen. Was ist denn der, sag mal so, in den 7 Jahren deiner Golf-Profizeit, was war denn der Höhepunkt? Boah, ist schwer zu sagen, also ich denke, ein schönes Jahr war natürlich Ende 2009, als ich die WPD-Tour, wie sie damals noch hieß, die Rangliste gewonnen hatte und dadurch die Challenge-Tour-Karte bekommen habe. Das war schon ein toller Moment, weil als ich Profi geworden bin, war das so ein bisschen so ein, naja, da habe ich mir mal so 3 Jahre Zeit gegeben, um da auf der WPD-Tour anzufangen. Und nach 3 Jahren wollte ich eigentlich spätestens eben die Challenge-Tour-Karte haben und es hat dann auf den Punkt geklappt. Was mich sehr gefreut hat. Ein anderes Highlight war natürlich auch jetzt dieses Jahr die BMW Open, bei der es ganz gut lief in München. Und also so, ja, doch. Und das Turnier in Kasachstan 2012, nee, 2011 war es. Da der dritte Platz bei einem sehr hochdotierten Turnier. Das waren so die Highlights bisher.
Okay, und was war so auf der anderen emotionalen Skala eher so die negativen Höhepunkte? Ja, also mit Sicherheit negative Periode war letztes Jahr natürlich 2012, als ich mir zuvor die Tourkarte geholt hatte über die Qualifying School und dann 2012 eben nicht annähernd festgespielt habe, was ich spielen kann und dann ziemlich schnell klar war, dass ich die Tourkarte wieder verliere. Dann auf der Challenge Tour Mitte des Jahres aufgeteet habe und auch da meine Probleme hatte. Also das war, ja, das war kein schönes Jahr, aber letzten Endes habe ich das Gefühl, dass ich schon die richtigen Schlüsse daraus ziehen konnte und letzten Endes war es vielleicht für meine dauerhafte Entwicklung gar nicht so schlecht. Was waren denn die Schlussfolgerungen aus dem letzten Jahr? Hieß noch härter trainieren oder anders trainieren oder gar nicht mehr trainieren? Also es war, hat gar nicht so viel mit dem Training zu tun gehabt, sage ich mal. Es war eher so eine Einstellungssache, eine Kopfsache. Also er hat mir eben gezeigt, also ich meine, fängt irgendwann in so einem Jahr an, nach hinten zu denken. Wenn die ersten Turniere läuft es nicht. Und irgendwann hat man so das Gefühl, oh, jetzt muss ich mal schauen, dass ich meine Tourkarte nicht wieder verliere. Also sobald dieser irgendwas, ich habe was zu verlieren, wieder ankommt, ist es eigentlich schon zu spät. Und das habe ich letztes Jahr sehr ausgeprägt. Und dann habe ich eben letzten Winter doch viel mit meinem Trainer gesprochen, auch mit meinen Psychologen und mit meinen Eltern. Und dann ist es mir schon klar geworden, dass diese ganze Denke überhaupt nicht förderlich ist und dass es einfach darum geht, zum Turnier zu fahren, sein bestes Golf zu spielen und zu gewinnen. Und mehr kann man nicht machen. Und ich denke, dieses Jahr bin ich da in der Hinsicht ein bisschen besser geworden, lockerer aufs Turnier gefahren. Habe mir nicht mehr zu viel Druck selber gemacht, weil ich weiß, das ist alles nicht förderlich für die Leistung letzten Endes. Okay, nachvollziehbar. Ich habe gesehen, du hast ein Team auf deiner Homepage, besteht aus einigen Personen. Mit dem Trainer arbeitest du schon lange zusammen? Ja, genau, das ist Igor Arendt, das ist auch der bayerische Landestrainer von den Jugendlichen, vom Kader. Und den kenne ich, ich glaube, mit dem arbeite ich zusammen, seit ich 12 Jahre bin. Und es sind jetzt also schon fast ja, 13, 14 Jahre dürften es sein und bin nach wie vor sehr zufrieden mit ihm, sehr glücklich. Er ja, findet immer die richtigen Worte im richtigen Moment, denn wir haben gemeinsam gute Ansätze für mein Golfspiel und also gibt es im Moment keinen Grund für mich da irgendwas zu ändern. Das sollte ja auch nicht, warum auch? Und dann sah ich den Physiotherapeuten, der ist jetzt in der ist auch in München, oder? Genau, der Wolfgang Stern. Ist es, den habe ich auch über den bayerischen Kader kennengelernt, weil er da eben ja auch schon seit vielen Jahren die Jungs und Mädels betreut. Und seitdem kenne ich ihn und er ist ein extrem erfahrener Mann, war früher selber Eisschnellläufer, war dann als Physiotherapeut auch ein Betreuer bei Olympischen Spielen dabei und ist eben seit, ja, schwer zu sagen, ich glaube seit 12, 13 Jahren auch im Golfsport tätig. Und also dem vertraue ich alles an. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch noch meine Freundin, die auch Physiotherapeutin und Osteopathin ist. Also im gesundheitlichen Bereich bin ich gut versorgt. Oh, da kann man ja in gewisser Weise, das finde ich ja gut, ne? Direkt als Freundin mal die Physiotherapeutin dabei, hat ja schon Vorteile. Ja, schon. Leben auf der Tour, wenn du so unterwegs bist, kommt deine Freundin auch immer mit dann? Nein, also im Moment noch nichts, weil eben einfach durch ihren Beruf sie doch fest eingebunden war. Also wenn sie macht im Moment noch die Osteopathie-Ausbildung und die dauert noch ein Jahr, das heißt, sie hat an den Wochenenden berufsbegleitend immer noch ihre Fortbildungen. Deswegen ist im Moment bisher einfach auch keine Zeit und auch kein Geld da, um sie immer mitzunehmen. Wie ist Und denn so das Leben da auf der Tour? Ist das einsam, langweilig? teils, teils. Also ich denke inzwischen muss ich sagen, ich kann es inzwischen mehr genießen als noch vor 2, 3 Jahren, würde ich sagen. Also man macht also vor, ich würde sagen, vor in der Vergangenheit war es noch so, da wollte man gar nicht raus, da ist man hingeflogen, ist ins Hotel, ist auf dem Golfplatz, hat sein Ding gemacht, ist wieder nach Hause und hat dann im Hotel abends sich 5 Filme in Folge reingezogen, so ungefähr. Und inzwischen ist es schon so, dass ich versuche, ja, einfach mehr mit anderen Spielern auch zu machen, mehr auszugehen, weil es einfach mehr Spaß macht und auch wenn man kommt ja an viele interessante Orte und dann schaut man sich halt mal was an, geht mal irgendwie verschiedene Restaurants ausprobieren, geht mal in die Stadt rein und also es ist schon, also inzwischen gefällt es mir besser, einfach aufgrund dieser Tatsache, dass ich auch mal rausgehe und mal die Sachen genieße, die es da vor Ort gibt.
Okay, gibt es bestimmte Leute auf der Tour, mit denen du befreundet bist oder so mal gute Bekannte? Ja, natürlich. Also es gibt immer ein paar, mit denen man gerne auch mal essen geht. Das sind zum Beispiel also die Deutschen natürlich sowieso, wobei leider ja nicht immer so viele Deutsche vor Ort sind. aber zum Beispiel auch also viele aus dem holländischen Team, da sind super Typen dabei, auch ein paar Engländer. Und also es gibt schon ein paar. Also man will nicht unbedingt mit jedem abends essen gehen von den 156 Spielern nach Turnier, aber also es gibt genug, mit denen man da was machen kann. Ja, wunderbar. Wie ist es mit, sieht es mit Ketty aus? Dein Vater war lange Zeit ein Ketty, aber jetzt habt ihr irgendwie gewechselt, oder? Ja, genau. Also es war die letzten 3 Jahre, also bis Ende 2012 war mein Vater am Berg. Das hatten wir damals entschieden, als ich eben diesen Sprung auf die Challenge Tour gemacht hatte. Da hatten wir gesagt am Anfang, okay, ist vielleicht nicht schlecht, wenn erstmal, er war jetzt nicht von, also es war nicht so die Priorität, dass er Caddy ist, sondern eher so eine Art Begleitperson. Damit man eben dieses ja, alleine reisen und so, damit das ein bisschen angenehmer wird. Und war natürlich dann naheliegend, dass er auch dann Caddy macht, wenn er eh vor Ort ist. Und das waren die letzten 3 Jahre und das lief auch soweit ganz gut. Wobei ich jetzt nach dem letzten Jahr natürlich schon gesagt habe, okay, es muss sich ein bisschen was ändern, weil es eben nicht gut lief. Und hatte auch das Gefühl, dass es fast ein Tick zu viel geworden ist, einfach das zusammen. Man sitzt dann doch irgendwie aufeinander und hat vielleicht nicht mehr so viel zu reden. Und dann habe ich dieses Jahr vor allem alleine gemacht und habe jetzt aber letzte Woche in Südafrika, habe ich eben mal den Barry Cornwell aus England als Caddy ausprobiert. Den kenne ich schon länger. Ja, bei vielen anderen Spielern schon am Weg und hatte das Gefühl, dass das ein guter Mann ist und das haben wir jetzt mal probiert. Lief jetzt letzte Woche nicht ganz so gut, aber das hat ja auch andere Gründe und deswegen, ich denke, ich würde es noch ein paar Mal mit ihm machen und dann mal schauen auf Dauer, ob das was wird. Also du wirst jetzt noch andere Caddies ausprobieren, ja? Ja. Ja, also ich denke, ich werde jetzt mit ihm nochmal, also im Februar, wenn ich wahrscheinlich wieder in Südafrika aufziehen kann, werde ich, denke ich, 2, 3 Turniere nochmal mit ihm spielen und dann so nach ein paar Turnieren kann man schon abschätzen, ob das. Ja, ob das zusammenpasst, ob das der richtige Mann ist. Und ja, wenn ja, dann schön. Und wenn nicht, dann würde ich mich weiter umschauen. Ja, schön. Wie sieht es eigentlich mit Förderung aus? Gibt es da so etwas oder bist du schon zu lange Profi, wenn man sagt, nee, da gibt es keine Förderung mehr? DGV oder Bayerischer Golfverband oder wer immer? Also es gibt natürlich in Deutschland inzwischen dieses, also das heißt inzwischen, es gibt ja immer noch das Golf Team Germany, in dem ich 2011 auch war, nee, 2012 war ich in dem Team. Und da gab es eine Förderung und dieses Jahr war ich nicht im Team. Und für nächstes Jahr bin ich auch nicht im Team, weil ich, also da habe ich mich dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, nee, ich will das mit meinem eigenen Team zusammen machen, will möglichst wenige Faktoren von außen haben, die da irgendwie mit reinspielen. Und also das heißt, die Förderung ist, es gibt die Förderung in Deutschland, aber es sind natürlich auch nicht viele Spieler, die gefördert werden und man muss eben schauen am Ende, ob das für einen das Richtige ist. Ansonsten hat man natürlich als Golfer, ist auch die Aufgabe, dass halt natürlich Sponsoren selber gefunden werden, beziehungsweise durch Management. Und da muss man schauen, dass man eben ja, genug Sponsoren hat, die schon mal für die Ausgaben bezahlen. Das wäre der Idealfall. Ja, als Nummer 4 in Deutschland bist du ja sozusagen Bayerns bester Golfer. Gibt es da irgendwelche Was alles kommt Auszeichnungen in dazu so? Bayern? Bitte? Kommen ja sonst alle aus Düsseldorf. Ja, Rheinland dominiert, ne? Anscheinend, ja. Und aber da gibt es jetzt noch keine besonderen Auszeichnungen dafür und sozusagen Ruhmesehren in München. Nein, also ich denke schon, dass ich Ja, aber weiß in ich, Bayern. Freiticket fürs Oktoberfest oder Ja, hier. das wäre schon ganz schön, also da warte ich ja noch drauf. Also ich bin, also jeder, der das jetzt hier sieht und hört, ich bin gern bereit, Freitickets entgegenzunehmen. Jeder Art. Nee, also. Ich habe schon das Gefühl, dass man vor allem innerhalb von Bayern in der Golfwelt mein Name schon inzwischen bekannt ist. Aber ich denke, ich bin noch weit davon entfernt, dass ich da wirklich irgendwie auch mal erkannt werde, zum Beispiel auf offener Straße oder so. Also das wäre auch gar nicht gerechtfertigt. Dafür bin ich noch lange nicht am Ziel, wo ich hin möchte. Und deswegen, also ich führe ein sehr ruhiges, anonymes Leben nach wie vor. Okay, gut. Sind dir eigentlich bayerische Politiker bekannt, die Golf spielen? Ach, da fällt mir jetzt spontan keiner ein, ehrlich gesagt. Ich habe auch das Gefühl, dass in Deutschland, wenn man als Politiker Golf spielt, dass das nicht gut fürs Image ist. Also,
Das habe ich inzwischen auch schon mitbekommen, das ist wohl auch so. Und deswegen, ich glaube, selbst wenn Leute Golf spielen, dann, also Politiker, dann wollen es die ungern zugeben. Also ich weiß es von keinem zum Beispiel. Okay, gut. Sobald du Masters gewinnst, kommen die automatisch schon dazu. Sponsoren hast du eben gesagt, wollte ich nachhaken. Was ist so das Ziel bei den Sponsoren, dass man seine Unkosten alle gedeckt hat? Also das wäre, ich sag mal, das wäre ein schönes Ziel, ja. Also dieses Jahr hatte ich zum Beispiel quasi keinen Sponsor, also meine Equipment-Sponsoren und Boss hatte ich natürlich, aber jetzt keine Sponsoren, wo direkt finanzielle Unterstützung kam. Es wäre, ich sag mal, das Zwischenziel auch für nächstes Jahr ist es auf jeden Fall, die Sponsoren so zu haben, dass man eben am Anfang des Jahres weiß, okay, für meine Ausgaben ist halbwegs gesorgt. Dadurch lässt sich es einfach entspannter natürlich spielen, also ganz klar, also dann, wenn man aufs Turnier geht und weiß, okay, selbst wenn ich jetzt eine schlechte Woche erwische, ist irgendwie, muss ich nicht gleich aufs Konto schauen und gucken, ob ich die nächste Woche drauf spielen kann, das ist schon sehr angenehm und das ist auch das Ziel. Auf Dauer ist natürlich, klar, versucht man natürlich an größere Firmen ranzukommen, auf mehrjährige Verträge, aber letzten Endes, ich muss schauen, was ich kriege und ich hoffe natürlich, dass ich da ein paar neue Sponsoren auch gewinnen kann. Und da muss man sehen. Also, aber letzten Endes geht es mir einfach darum, dass ich gut Golf spiele. Also der Rest kommt von alleine. Okay, sehen wir auch so. Wie sieht es jetzt mit deiner aktuellen Position aus? Was hast du für eine Karte? Was kannst du im nächsten Jahr spielen? Und wie geht's los? Genau, also ich war im Challenge Tour Ranking am Ende des Jahres 37. Das heißt, dass ich auf der also es ist ja alles in Kategorien eingeteilt, sehr kompliziert. Aber zusammengefasst ist es so, dass ich auf der Challenge Tour eine sehr gute Kategorie habe für nächstes Jahr. Das heißt, ich kann jedes Turnier spielen. Und auf der European Tour habe ich auch eine Kategorie. Das ist inzwischen die Kategorie 19. Das ist halt eine sehr schlechte Kategorie natürlich, aber es ist zumindest so, dass ich quasi auf den Entry-Listen erscheine bei Turnieren, die kleiner sind, wo ich sage jetzt mal, wo der Cut-Off ziemlich weit runter geht, weil eben viele Turniere, zum Beispiel so ein Turnier wie Österreich, also Lioness Open, die haben ganz selten mal ein volles Feld zum Beispiel und solche Turniere, da komme ich eigentlich überall rein, also das wird am Ende des Jahres, das werden vielleicht so 6, 7, 8 Turniere sein, die ich auf der European Tour spielen kann. Zum Beispiel im Februar, wahrscheinlich mein erstes Turnier im neuen Jahr, ist die Joburg Open, also in Johannesburg, Anfang Februar. Also das sind so Turniere, da muss ich eben sehen, kurzfristig komme ich ins Turnier rein oder nicht und würde dann das natürlich, wenn ich reinkomme, wahrnehmen wollen. Und ach, wäre dann die Africa Open die Woche drauf, das sind alles so Sachen, da muss ich spontan dann sehen, komme ich rein oder nicht und da muss man auch, wie gesagt, in der Lage sein, schnell mal hinzufliegen und zu spielen. Also da muss man vorbereitet sein. Okay, da muss man relaxed genug sein, ja, um dann die Chance zu ergreifen. Mit guten Ergebnissen kommt man auch unterjährig, aber vorwärts, ne? Ist doch so. Ja, natürlich. Also es ist auch so, dass wenn man, sobald man den Top 10 macht auf der European Tour, darf man auch die Woche drauf spielen. Und also man kann sich durch ein paar wenige Starts auf der European Tour auch relativ schnell da irgendwie nach vorne arbeiten. Also es muss nicht immer nur dieser konservative Weg sein über die Challenge Tour Rangliste, an der man ja am Ende des Jahres Top 15 sein muss, um sich dann eine gute Kategorie für die European Tour zu spielen. Also es kann auch eben über, ich sage jetzt mal, 2, 3 gute Wochen auf die European Tour gehen. Und dann ist man sofort mittendrin im Geschehen. Okay, gut. Ja, schön. Jetzt über Weihnachten gibt es erstmal ein bisschen Ruhe oder wie verbringst du die Tage? Genau, also ich werde jetzt mal alles machen, was ich sonst in der Saison nicht machen kann. Also viele Freunde treffen, Familie sehen. Über die Weihnachtsfeiertage wird natürlich die ganze komplette Verwandtschaft abgeklappert, wie es halt immer so ist. Also alles, was irgendwie die Gedanken wegbringt vom Golf, mal einfach andere Sportarten, viel Spaß haben. Also das Einzige, was ich machen werde, ist Fitness, also Workout. Aber rein golfspezifisch geht es erst Anfang Januar los und dann, dadurch, dass mein erstes Turnier in der ersten Februarwoche stattfindet, habe ich den ganzen Januar dann Zeit zu trainieren. Da werde ich auch 2 Wochen nach Dubai fliegen zum Training und dann denke ich, bin ich voll gerüstet, wenn es im Februar in die Turniere geht. Okay. Ja, vielen Dank, Bernd, für das Gespräch. Dann wünschen wir alles Gute für 2014 und hoffentlich sprechen wir uns dann häufig, weil die Ergebnisse dazu Anlass bieten. Ja, danke schön. Vielen Dank, Lorenz. Bis bald. Ciao. Ja, danke.